den Hodensack in kaltes Joshua. Hängen. High quality, bitch. Ja. Ja, heute mit Vlogging Cam. Ich habe mal richtig investiert für euch. Und heute verlässt mich meine Kat. Endlich. Ich glaube, ich mache so einen Titel wie meine Freundin verlässt mich oder so. Ja, hier. Sie zieht aus ihrer eigenen Wohnung. Ja. Die zwei gehen mit Shanti auf die Philippinen. Wie ihr wahrscheinlich wisst. 2 Wochen. Und das heißt, 2 Wochen Leo allein zu Hause, Alter. Mhm. Hammerhart. Kamera gerade ausgepackt und Akku ist schon tot. Dieses Weitwinkelobjektiv, ey. Guck mal, wie die Türrahmen verschoben wird von dem Weitwinkel. Seht ihr das? Ja, hier ist gerade übelstes Chaos. Weil die gleich fliegen. Guck mal, was da auf der Couch rumliegt. wer klingelt? Hallo? Hallo? Nein, hier ist Patrick. Das ist ein Manga. Hallo. Ich hab's auch schon geahnt, wie der scheiß Kamera das ist. Bist du mal aufgeregt? Bist du, ja. Du nicht? Ich? Naja, du bist jetzt 2,5 Wochen alleine mit Verantwortung. Ja. Katzen. Ich kauf neue Katzen. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, Abschied zu nehmen. Ciao. Wirst du mich vermissen auf den Philippinen? Ja. Wirst du auch so stinken? Ja. Da seht ihr mal die unterschiedlichen Reaktionen. Ja, also. Tschüss, wir sehen uns auf den Philippinen auf ein Kat und Shantifan. Gleich Werbung. Promotion auf meinem Kanal. Die irrt hier rum, die Frau. Die ist irre, Alter. Oh Mann, du wirst mir fehlen. Ich weiß. Sehr emotional. Die Mädels sind jetzt erstmal weg. Ich gehe jetzt arbeiten. Also wieder zur Arbeit. Und ich denke, wir sehen uns nachher, denn ich gehe heute Abend mit Adi longboarden. Also, bis später. Sodale. Ich habe Feierabend. Das haben wir gerade mal ganz locker einfach 4 Stunden überbrückt. Und ich bin heute das erste Mal seit 2 Wochen wieder zu Hause bei meiner Mom. Das heißt, die wird sich wahrscheinlich gleich ziemlich freuen, wenn ich komme. Wenn sie sich nicht freut, dann schneide ich es halt nicht rein. Übrigens, hier haben Kat und Anna letztes Mal Fotoshooting gemacht und da hinten habe ich auch mein Prank-Call-Video gedreht, weil ich die cool, ich sie ganz, ganz schön finde. Oh, nichts los in der Hose. Das ist unser Restaurant. Hallo. Oh, mein Schatz. Oh, weiter nicht. Hm. 17 Tage. Ja, hey, Andi. Ich bin ja wieder da. Ja, ich muss nach den Katzen gucken. Strafzettel. Ich soll zum Internet gehen und dann? Veronika, ihre Cousine. Wie heißt das im Wald? Wie heißt das? Das Waldtechniker. Förster? Ja. Wieso tust du mich filmen? Einfach so, weil du bist witzig. Ja. Hallo! Hallo! Ich bin Peter, unsere Köchin. Katharina? Ja, genau. Ja, hallo, Katharina! Mir hat auch gefilmt. Peter, willst du was zu essen machen? Ja. Ich hätte gern einen. Schnitzel. Ja, einen Schnitzel und Salat. Alles klar. Also, das sind die Vorteile, wenn man ein Restaurant hat. Guck mal. Schon immer ein Erlebnis, wenn man nach so langer Zeit mal nach Hause kommt. Ich bin jetzt wieder in meinem Zimmer. Oh, zieh mich jetzt um, dann mal gucken, ob Arschmir kommt. Naja, dann bis gleich in neuen Klamotten.
umgezogen. Und jetzt gibt's Essen. Peter hat ja Schnitzel gemacht. Hey, oh, ist fertig! Dankeschön. Kein Essen. Ja, ich war schon beide nicht da. Nee, noch nicht geheiratet. Das ist Yusuf, der Dönerbudenbesitzer von Nehmann. Ich will jetzt meinen Schnitzel und meinen Salat genießen. Und natürlich eine Bio-Show. Adi, der Pisser, pennt wahrscheinlich. Und ich nutze jetzt noch das schöne Wetter aus und fahre mal eine Runde mit dem Longboard. Hol mir ein Eis. Und weißt du was? Ich nehme dich mit. Kennt ihr so dieses Gefühl, wenn ihr im Urlaub wart oder so? Euch hat es da natürlich auch gefallen, aber wenn ihr dann einfach nach Hause kommt und einfach nichts hat sich geändert, alles ist so, wie es vorher war. Und das ist so ein Gefühl von Vertrautheit. Das verspüre ich gerade. Hey, was macht ihr spazieren? Du kannst echt nicht rumlaufen, ohne dass dich irgendwer erkennt. So, Freunde. Ich bin hier gerade so im Park bei uns. Richtig idyllisch. Und genieße mein Eis. Ich weiß nicht, man, nach so einer langen Zeit weg von daheim ist irgendwie einfach schön, mal wieder die gewohnte Umgebung zu sehen, weil ich denke, jeder von euch kennt das, in dem Ort, wo er ist, da geht es dann irgendwann richtig auf den Sack, da denkt man so, boah, ich will raus, ich will die Welt sehen und so. Und dann, wenn man aber eine Weile weg war und wieder heimkommt, dann merkt man erst, dass das eigentlich das, was immer gleich ist und sich nie ändert, das Angenehmste ist im Leben. Ich bin in dem Park schon seitdem ich ein kleines Kind bin. Der hat sich nie geändert. Alles immer noch genau gleich. Naja, jetzt wird es langweilig. Ich gucke mal, dass ich für euch noch ein bisschen Action einfangen kann. Später. So, ich nehme euch jetzt mal die ganze Fahrt mit und dann haue ich da so Zeitraffer rein oder so, damit es cool aussieht. Übrigens mega schön. Voll idyllisch. Naja, dann bis nachher. Hoffentlich haut es mich nicht aufs Lappen. Was macht ihr da? Hacken. Gut. Das war aber jetzt ein Spaß. Ja. Aus ist jetzt gekommen. Aus mir. Aus mir. Ich habe mir für iPhone so ein Fisheye-Objektiv bestellt, weil ich dachte so, scheiß auf Vlogging-Cam, ich vlogge eh nicht so oft. Und dann klatscht das Ding rauf und jeder denkt, das ist eine Legria. Ja, jetzt habe ich eine Legria in der Hand und weiß nicht, was ich mit dem Scheiß soll. Zurück. Ich weiß nicht, es hat nur 5 oder 6 Euro gekostet. Es werden sicher coole Momente kommen, wo man es einsetzen kann. Wow, Fisch in Fischei, Alter. Adi, weißt du was? Wenn so ein Fischei drauf ist, da sieht man gar nicht, dass du so ein Fisch bist. Ja. Ich hab Pera heute auch im Vlog. Echt? Ich sag, hallo, Katharina. Hallo. Hallo, Bubela. Adi, Pera ist eine Liebe. Hallo, Katharina. Pommes. Ja, das ist so süß, weil die nicht so gut Deutsch kann. Jetzt ein Uncut-Vlog hat Katz Mutter, läuft da mit so einem Bierkrug rum, ja. Und dann fragt sie an Uncut, was ist da drin? Sagt sie so, Johannisbeere. Johannisbeere? Ja, und die Mädels gleich, Joshua. Joshua. Und dann fragt Anna allen Ernstes, hä, wieso ist ein Joshua jetzt eigentlich so in? Wieso ist Joshua jetzt in?
weil Joshua ziemlich geil ist. Eben. Das wurde als offizielles Ich bin beim Italiener und ich trinke mal was Exklusives Getränk abgestempelt. Aber jetzt ist Joshua frei. Frei für alle. Hashtag free, free Joshua. Hashtag no homo. Genau, ja, die beiden gehören zusammen. Ja, ich krieg eine Cola, ich krieg eine Fanta, ich krieg eine Sprite. Ja, ich hätte gerne Johannisbeerschorle. Und du denkst so. Was? Geh. Übel, das war dann so gleich so. Wow. Also. Und dann habe ich einmal dran genippt und dachte so. Joshua!